wahrscheinlich wie im Loshaar mit dem Anhänger, ja. Ja, ich habe das ja gerade auch schon versucht. Und hier ich baume dieses da jetzt Holz mit meinen Dingern rum. Das muss, glaube ich, auch noch ganz rein. Boah, das ist voll geil hier. Guck mal, welches Holz? Rein? Das da. Ah, das, was da unten ist. Ja, das ist, oder? Das ist auch nicht ganz drin. Bei diese Geräusche, ne? Aber ich denke mal, ist ja der Mittelpunkt. Ich inspiziere mal den Pritschenwagenkran. Ja, die Mittelpunkte sind drin. Was fehlt und, denn jetzt? Ist ja gut. Schnittholz, Fichte 08. Weiß ich nicht, er guckt sehr, sehr septisch. Ja, hier, da, das da. Also da, zweimal Schnittholz, Fichte 08 fehlt. Also aha, guck kurzen mal, er umarmt dich. Hey, wo fehlt denn jetzt eigentlich noch was? Hm. Also laut Beschreibung zweimal Fichte 08. Ja. Mhm. Ja, die hatten wir doch auf dem kleinen Pritschenwagen. Ja, aber die sind doch schon oben. Ja, ist das zweimal Fichte 08? Ja, klar. Also von dem kleinen Pritschenwagen habe ich zumindest einmal was abgeladen. Ja, da aber nur eins. Zweimal, da müsste zweimal was sein. Ja, aber da ist ja nicht mal ein kleiner Hack. Eigentlich deswegen müsste sogar mit Fichte 08 sein, oder nicht? Eigentlich schon. Ja, komm, kaufen wir nochmal hier, aber ja, der Cola dazu. Eigentlich ja nicht, aber gut. Also auf zum Bad Sägewerk hier irgendwo. Aber das fällt mir am besten hin mit dem Kran am besten. Das ist eine gute Idee. So. Nee, Julian, der ist schon richtig eingefangen gewesen. Der andere nee, nicht. Der ist vom Drehwinkel falsch gewesen. Pork. Dann fangen wir mit dem Karsten hier mit. So, jetzt Pork ist er richtig. So. Ach so, wir wollten ja mal gucken, warte mal. Ja, aber vielleicht in der Stadt, ist nicht so ganz so weit. Ist gerade um die Ecke hier eigentlich, wenn man intelligent fährt. Fertigwandzentrum? Wenn. Nee, nee, oben, Norden. Ah, 600 Minuten ab mal hoch. Norden. Bahnhof. Ah, da. Muss in den Norden fahren, genau. Map. Oh, da war die Wand. Oh. Das Bauzäune. Wie fahr ich denn jetzt? Ey, falsch. Wo fahrt ihr denn lang, Mensch? Ja, zum Sägewerk. Lass ihn mal, lass ihn mal. Lass ihn mal. Ich komme euch doch eh hinterher. Das schaffst du gar nicht. Natürlich, ja, ich fahr doch den Leichenwagen. Nee, nee, der große ist nicht. Der fährt den Leichenwagen? Ja, ich fahr einen Leichenwagen. Mhm. Stimmt, der große ist echt langsamer. Oh. Ja, aber ich mach die anderen beiden bauen mehr Unfälle. Ja, ich blockiere die Straße. Damit du nicht hinterherkommst. Das war ein perfekter 360 Flip, ja? So, mein Freund, jetzt habe ich dich abgehängt. Nee, ich sehe dich doch noch. Du bist. Der Josh ist ein pinker Punkt auf der Karte. Ja, aber irgendwie ist überall. Der Josh ist immer in die andere Richtung. Zeigt der. Der Josh ist immer andersrum. Ja, das ist normal, dass der Beifahrer in die andere Richtung guckt. Ach so. Das muss ja gekennzeichnet werden, dass das ein Beifahrer ist. Ach so. Der guckt nicht nach vorne oder so. Nee. Haben die hier eben nicht elektrifiziert da links oder ist das, nee, haben ist die das nicht so? Ist aber voll so umweltlich. Aha! So, wo können wir denn mal was kaufen hier? Da vorne. Alter, das gab voll den geilen Sound. Was ist von der Holzfäller hier? Das Schild in den Himmel geschoben. Das ist geil gewesen, ey. Das hab ich zweimal Schnittholz fürs Zimmer. Ja, Driftkasten, sauber. Das hat voll die geilen Geräusche gemacht. Das hab ich beim letzten Mal öfter gemacht. Carsten, Tokyo Drift Style hier. Das ist geil. So. Ich muss das Fahrzeug nur neu aufsetzen. Ach, neu aufsetzen ist ja aufwendig. So. Ja. Nehmen wir den Gabelstapler und dann laden wir den Rons mal ein hier. Den Stapelgabler? Hui. Gabelstapel Power. Stapelgabler. Hier. Ja, da hier, schön langsam hier rein, gell? Hier. Langsam oder mit Wumms? Ja. So ah! Geht. Ja, so vielleicht nicht. Kein Gott, das wäre ich gewesen. Hier waren noch zwei Pakete jetzt. Wo ist denn das zweite? Hier. Die Ladung gesichert. Jetzt kann ich es nicht passieren. Oh Mann, das war meine! Ich hab's dir weggesichert, so. Du Idiot, kannst du das mal bitte durch die Europalette packen und nicht unten? Backen? Der packt das mitten durch die Mitte. Backen. James! Ja? Du behinderst mich bei meiner Arbeit. Ich kann doch nicht arbeiten. Behinder dich bei deiner Arbeit, das ist. Tut mir leid. Wo fährst bitte, du denn? Bitte, was? So,
So, du musst jetzt nach vorne. Genau. Weiter, weiter. Mach ganz nach vorne. So. Ja, der erfahrene Gabelstapler. Man sieht gleich den erfahrenen Gabelstaplerfahrer. Nee, du musst erst. Ja, Ladung gesichert. Hä? Aber bitte, bitte was? Also, mach hoch wieder. So, Meter so, vor. Jetzt machst du. Genau, den vor, ganz da. So, dann fährst du. Zieh immer wieder an mich ran. Aha. Wir hätten da vergessen, die Handbremse anzuziehen, hm? Oh. Ey, bitte was? So, ist mir jetzt egal. Ich hatte, es war doch gerade drauf. Er hat die Handbremse nicht angezogen. Ey, ich zieh bei dir gleich was an. Ey, ich hab dir gar nichts getan. Yes. Oh, jetzt ist das Ding auf der Seite. Wie kann ich den Scheiß denn jetzt zurücksetzen? Auf das Fahrzeugdings klicken und dann Sägewerkstatt. Jetzt geh, hör auf mit meinem Holz hier Gassi zu gehen. Jetzt hast du es falsch zurückgesetzt, Carsten. Wieso? Weil es weg ist. Ja. Ich bin ja hier hinten. Kopfstand. Oh, ich war fast aufgeladen. Ich war nur aufgeladen auf dem Ding. Der James geht mit meinem Holz hier Gassi. So. So. Du wolltest das doch nicht ernsthaft spielen. Ja, so ein bisschen Produktivität. Wir haben ja nicht mal eine Hallo. Baustelle fertig. Hallo. Wir sind seit 2,5 Stunden dran. Hallo. Gut, 2,5 jetzt vielleicht noch nicht, aber. Ja, 1:26. Wie ist denn Handbremse eigentlich anziehen? Leertaste. Leertaste. So, warum Nummer 1. Rutscht das eigentlich nicht runter? So, und gesichert. Hey, bitte, warum zieht er das eigentlich immer die ganze Zeit nach? Das ist was ich jetzt absolut nicht... Also die Gabelstaplerphysik war ja auch schon mal besser irgendwie. Nee. Ja? Die war schon immer scheiße. Nee, aber die war schon mal besser als scheiße. Haben wir denn dann jetzt alles? Nee, irgendwie der Josh weigert sich noch den zweiten Gabelstapler hier zu. Ja, ich bin da irgendwie... Mama, mach das mal. Ja, mach das mal. Oh, wie fährt dieser Gabelstapler? Der fährt nur Rechtskurven. Ja, ich hab den kaputt gemacht, das tut mir leid. Der ist komplett im Arsch. Julian, hast du zufällig ein Gamepad oder ein Lenkrad angeschlossen? Ich hab doch gerade auch schon ohne Probleme den Gabelstapler bedienen können. Der fährt nur dem, den in den Dörsch gesessen ist, der ist putt. Der ist ja, weißt du warum? Weil die Ladung in den Gabeln steckt und nicht wie richtig soll platziert ist. Wie richtig soll platziert ist? Mhm. Ich finde das gut Deutsch. So, mir gut, gefällt gut das. Gut Deutsch, Jantag, gut Deutsch. Ey, Ali nix schul. Es geht auch nicht ab, das hängt fest. Ja, das habe ich auch das Problem. Wenn ja, du es dann so abstreifst, wenn du es dann so abstreifst, dann geht das doch ziemlich weg. Was hast du jetzt gemacht? Jetzt hängst du ja auf dem LKW. Cool. Ja, aber so können wir das fahren, warte. Ach nee, geht leider nicht. Ich hab eine Idee, ich nehme dir das mal von deiner Gabel ab, wenn das funktioniert. Wenn mir das halt rumbackt die ganze Zeit. Wollt mich zurück? Ja, Tag, steig mal aus. Ja, genau, dann spawnt das weg, ist eine gute Idee. Ja. Also das erste Mal, das erste Mal, dass ich in diesem Spiel sage, ja, okay, aussteigen und zurücksetzen ist eine gute Idee. Zurückgeben, so. So, jetzt? Zurückgeben. F4 dürfte das sein, Gabelstapler 4. Ja, Gabelstapler 4 ist das da, glaube ich. Ah, ja, wunderbar. Da ist er. So. Lass mal das nochmal dem Profi machen. Ja, guck mal, der Profi hat seine Ladung schon abgeladen hier auf dem Ding. Aber schau mal, wie das funktioniert hier. Boah, guck dir halt mal an. Da klappt er wieder hier wie am Schnürchen hier immer zur Abwechslung. Wer läuft denn da immer blöd durch die Gegend? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Ist das der Chef wieder, wa? Nee. Ja, der Chef ist gerade woanders. Wo ist der Chef eigentlich? Chef, der vergnügt sich wahrscheinlich gerade mit seinem Privatauto. Ja, dass er in der Halle geparkt hat. Der ist so in die Halle gegangen. Was, in Halle? Oh. In Halle. Ja, wir haben eine Halle. Im Osten. In der Halle. Ist da so reingegangen. Oder in Halle in Westfalen, weiß ich nicht. Der James hat sich das Warnschild angebracht. Ey, warum und hat jetzt seine Stunden das alleine. Egal. Befestigen, ja, einsteigen, los geht's. Bitte, Josh, warum fickt das da jetzt rum?
Ja, das frage ich mich auch am helllichsten Tag. Jetzt ist 16 Uhr oder was soll denn das hier? Diese Vulgärsprache. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Wo ist denn die? Ja, da finden wir hin. Da finden wir hin. Nicht der Julian, der kennt den Weg. Bestimmt. Nein. Ach, die Linie fängt erst da hinten an. Wie clever ist das denn? Nur an den Straßen. Ey. Boah, hier ist aber abknickende Vorfahrtsstraße. Das ist interessant. Hab ich gesehen. Das pinke, das... Hab ich alles gesehen. Das lila Pfeilchen hängt das grüne Pfeilchen gerade ab. Ja, genau. Weil das grüne Pfeilchen ist der Jatak, der in dem anderen Auto hinterher fährt. Ach, du bist wirklich grün, ist ja geil. Ja. Ja, das ja kommt immer grün. Drauf an, du hast immer die Farbe von der Firma, die du anlegst. Ja, habe ich dann pink ausgewählt? Ja, hast du wahrscheinlich. Und Carsten hat dann blau. Habe ich bestimmt grün. Ich hab bestimmt pink ausgewählt. Mhm. Ja, ich hab entweder du oder Luisa. Also du hast immer dann die Farbe von der Firma, die du hast. Und wenn zwei die gleiche Farbe haben? Dann, weiß ich nicht, haben die vielleicht die gleiche gelost. Farbe einfach. Oder es dann wird gelost. At random. Der Julian pink und ich krieg grün, ich krieg dann pink. Ja, es gibt ja noch mehr Farben als vier Stück und hier können ja eh nur vier Slots. Also. Genau. Mhm. Dann wird einfach eine andere genommen wahrscheinlich. Bock! Er hat einfach eine andere genommen. Mhm. Farbe. Wenn die eine nicht mehr will, dann. Hallo. Hallo. Komm, wir warum hat er schon wieder nicht gesprungen, rein. Dieses. Boah. Das ist Kackteil. So. Ah, scheiße, der James wartet schon. Ein Kran. Naja, aber er hat sonst nichts zu tun. Deswegen war der Schiff weg. Ich hab hier in Ruhe mein Tee getrunken. Und abgewartet. Und einfach gewartet, genau. Ja, guck mal, ich bin im Haus. Warten und Tee trinken. Ja, richtig, deswegen hab ich abgewartet. Was hab ich für den Kran im Bild? Das kann ich voll das geile Kran-Thumbnail machen. Jetzt setzen wir hier die Dachziegel drauf und dann haben wir das Haus mal komplett fertig gebaut mit allen Bestandteilen. Boah, wir haben Ziegel geliefert, wir haben Beton aufgebaut, geliefert. Trotzdem nicht, aber okay. Ja, aber geliefert haben wir den Kram. Also eigentlich nein, das, laufen. Eigentlich heißt das nicht Bausimulator, ja, sondern Baustoff-Liefersimulator. Genau. Wobei gibt es nicht mehr so eine Betonspritze oder sowas. Das ist ja voll doof. Aber gebaggert haben wir auch recht selten bisher. Betonspritze gibt's auch, ja, aber erst später. Ja, später? Erst später, wenn du reif bist, wenn du in der die okay. Baustellenpubertät hinter dir ist. Die wird bei uns, ey, wir müssen aber aufhören, so pubertäre Witze zu machen. Das ist irgendwie. Mal einer einen LKW da wegfahren. Lass mich deine Leiter sein. Ich hab gerade auf Joshs Kopf drauf gestanden. Machen Sie bitte mal den Baustellenbereich frei. Oh, nee. Oh, guck mal, jetzt stehen die Dachdinger schon. Die Dachdinger? Ja, so. die. Jetzt brauchen wir Dachpfannen. Stützbalken. Nix Dachpfannen hier. Dachpfannen. So. Und Isoliermaterial. Ja, das haben wir doch alles schon jetzt gekauft. Jetzt bauen wir tatsächlich mal ein vernünftiges Haus auf. Das haben wir doch alles gekauft hier schon. Das liegt doch hier schon alles. Aber das muss in den anderen Bereich. Wieso, wo steht das denn? Oben auf dem Dach steht das. Markierte Bereich Baustelle da draußen. Ja, das steht hier draußen. Ja, also gerade hier. Na gut. Machen wir das so, ja. Du bist mein allerbester Freund, SpongeBob. Wo laufe ich denn jetzt hin? Dieser gute Frog. Und die noch gutere Frog ist... Oh, Alter, ich gutere Frage. Kommst du jetzt überhaupt noch mit dem Zeug dazwischen, James? Ja. Echt? Na dann. Weil so. Ich kann ja zwischendurch noch springen, aber ich komme nicht mehr drüber. Kannst du zwischendurch springen? Ich bin springen? Gefangen. Ach, das ist eine Doppelhaushälfte hier. Ach boah. Nee, echt jetzt? Börner. Ja, weil innen in dem Haus keine... Der Jatak ist voll der Blitzmerker. Ich habe mir das Haus einfach nur noch nicht genau angeguckt. Der läuft die ganze Zeit drum rum, ey. Ja, der guckt doch nicht, was aber ich habe doch noch nicht geguckt, ob da drin wirklich eine Wand durchgezogen wird. Das ist echt eine, ne? Muss man ja mal sagen. Ja, die ist schon ziemlich scheiße, so breit wie der Flur hier ist. Ne? Nee, aber du kommst hier hoch, aber kannst die Treppen nicht mehr benutzen, weil das Dach im Weg ist. Das ist total clever, echt. Ja, vor allem finde ich die Konstruktion generell scheiße. Du hast so sehr kleine Zimmer hier. Und Du hast keine kleinen Zimmer, du hast hier Klos ohne Ende. Stimmt, alles aber du kommst hier kleine echt Ecke nicht mehr Toilette. Hoch. Das ist aber scheiße. Check. Wobei, Carsten... Ja, was denn? Ich bin schon nee, wieder doch unten. Nicht. Nee, kommst du doch nicht hoch. Ich bin aber schon ich hab mir das Haus einfach nur noch nicht genau angeguckt, deswegen habe ich das ach jetzt so, gecheckt. Komm, mach mal eine Besichtigung hier, ist bestimmt voll interessant.
Jo, also ich hab's vorher auch schon gecheckt. So, das ist ja der Eingang. Was haben wir hier im Eingangsbereich? Die Doppelhaushälfte sieht ja komplett gleich aus. Ja, was ist denn hier eigentlich? Was ist denn hier in dem Eingangsbereich? Das ist wahrscheinlich das Wohnzimmer hier. Ja, direkt im Eingangsbereich. Ist so gut die Idee. Eingangsbereich. Ja, ja, hier, guck mal, hier hast du dein Badezimmer. Hier hast du das. Okay, dann hast du hier das Wohnzimmer. Oder hier ist so ein Büroaufnahmezimmer, so ohne Fenster. Ja, genau, dann hast du aber hier das Wohnzimmer. Das ist dein Wohnzimmer hier. Ja, das hat ein Fenster. Das, oh, das ist auch schön groß, gell? Ja, das ist schön groß. Schön das groß, 12 Quadratmeter. So, dann ja, so hoch. Groß wie... Dann hast du hier das zweite Bad, ja? Und dein Schlafzimmer nebenan? Das Schlafzimmer nebenan, ja. Bei den einen muss ich hier nochmal neu setzen. Bei dem Schlafzimmer würde ich schon in die Luftnähe setzen, wo man lüften kann. Ja, hier ist Luftnähe.